Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Ich bin's, euer Maxdeus, und in der letzten Folge haben wir halt ein bisschen Blödsinn gemacht und sind auch noch darauf gekommen, dass wir wirklich in jedes Haus mit dem Schwert einbrechen können. Da kommt dann die Wache. Ab dem Moment, wo wir eigentlich die Häuser da verlassen, die Wachen interessieren sich gar nicht mehr für uns. Das finde ich irgendwie interessant. Aber auch irgendwie so... Ja, hätte ich mir härter vorgestellt. Aber kann man sehr, sehr geil ausnutzen wahrscheinlich. So, wir wollen da lang. Und über die Brücke. Ich glaube wohl eher doch nicht über die Brücke. Oder doch, wir können das da mal versuchen. Gehen wir in den da rein. Springen wir rein. Und schwimmen hier dann vorbei. Jo, sind schon richtig unterwegs. Ja, komm, ich bin vorbei. Ja. So, hier speichern wir auch noch einmal davor. Ja, und hier. Und... rein mit uns. So. Wie ist das gebaut? Ah, okay. Den hatten wir auch schon mal. Kriegt wieder Gold. 79 Gold. Und rein. Warte mal, was? Elfenpoldern? Warte mal, das will ich jetzt mal schauen. Elfenpoldern, auch links. Minus 2. Minus 1. Was heißt das hier eigentlich? Würde ich lieber bleiben hier. Energie ist auch bei uns schon langsam low. Achso. Gold. 84. Shortbow. Oh, wir haben einen Bogen. Nice, wir haben jetzt endlich einen Bogen. 3 Gold Pieces. Keine Gegner bisher. Das enttäuscht mich auch ein bisschen, dass jetzt keine Gegner da sind. Und bestimmt gleich noch. Vielleicht müssen wir hier durch. Gold. 51 Gold. Hört ihr das? Ich glaube, die Ratte ist drüben. Ja, da drinnen muss sie sein. Erwischt. Ein Gegner hatten wir wenigstens. Auch wenn es nur eine Ratte war. Ach, Katana können wir nicht mitschleppen. Schade.
Das heißt, wir müssen wieder in die Stadt. Wir sind zu schwach, um noch mehr mitzuschleppen. Aber wir haben dafür jetzt ein bisschen was dazu bekommen. Und wir sind jetzt bei 3200. So. Schwimmen wir wieder zurück. Oh, das gefällt mir gar nicht. Wir müssen uns ein bisschen ausruhen. Gleich für eine Stunde würde reichen. Oh, ach, da ist schon die Nichtstadt. Ne, das ist nicht die Stadt. Was hier? Noch ein Dungeon. Okay. Da vorne müsste jetzt die Stadt sein, ne? Oder da hinten? Wir müssen wieder die Stadt finden. Zurück nach Sentinel. Soll irgendwo sein, ne? Warte mal, genau. Wir müssen hier. Da muss es 40 und. Ne, 60 und dann 40 irgendwas sein. Genau. Für die, die nicht wissen, was ich hier drücke, das ist die F2-Taste. Dann muss ich hier. Ah, ich muss in die Richtung. In die Stadt. Oder? Oder war es andersrum? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich zurück zur Stadt komme. Keine Ahnung. Bestimmt gibt es hier irgendwen, der mir sagen kann, wo es zur Stadt geht. Hab ich hier überhaupt die Option in Palace, Work, Anglia, wollen wir jetzt nicht wissen, ne, gab es nicht. Equipment Store. Ja, wo ist die Stadt? Work? That's in the city. Ja, wo ist die Stadt? Nearest Inn. That's east of here. Okay. Muss ich dann nach Osten laufen, ne? Aber das führt jetzt wirklich zur Stadt. Ich glaube, das ist sie schon. Ansonsten, wir campen hier. Für eine Stunde. Was sagt denn jetzt die Uhr? 4:35 Uhr. Jo, die Sonne geht da hinten schon unter, okay. Haben wir jetzt. Müsste da hinten wahrscheinlich die Stadt sein. Hä?
glaube, das da erinnere ich mich. Ja. Ja. Nein. Aber wir haben hier wenigstens wieder eine Taverne. Immerhin eine Taverne. Das heißt, wir können hier übernachten. Für einen Zehner. Get a room. Single. Eine. Das wird reichen. Ja. Den Gold. Ja. Und dann machen wir ein Nickerchen. Camping for a while. Wir haben es 4 Uhr. Das heißt 14. Dann ist es 6 Uhr. Ja, 6.52 Uhr. Passt. Und dann können wir wieder gehen. Komm. So, guten Morgen Welt und alle, die sie bevölkern. Energie ist wieder voll. An das erinnere ich mich. Wir kommen jetzt Richtung Stadt. Wo muss sie doch sein, oder? Ich glaube, das ist schon die Hauptstraße. Wenn wir der folgen, kommen wir in Richtung Stadt. Ja, da kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist sie schon. So Süden. So, da haben wir die Hauptstraße wieder. Noch eine Taverne. Dahin ist wieder Wasser. Ja, aber wo ist jetzt die Stadt? Ich will doch nur zurück in die Stadt. Einmal die Stadt verloren, finden sie nie wieder. Hey Leute, hallo, hallo, hallo. Hi. Kannst du mir sagen, wo ist zur Stadt die Eier stimmt, Stadt? Nearest Temple, nearest Dun. Northeast. Nordosten. Also dahin geht's zum Richtung Stadt oder wie? Oder weißt du was? Wir wechseln mal die Location. Wir gehen mal woanders hin. So. Ich würde sagen, oder warte, was heißt das hier? Enter the name of the city or press key. Wir drücken nochmal key. Dann schnell, da sind wir. Komm, lass mal nach. Nee, doch nicht. Richard müsste doch hier selber sein, oder? Was, Richard? Erstmal Richard, da kenne ich ja noch, glaube ich, aus, Dingens, aus, Let's Scrolls Online. Wie
have arrived the city state of Rihad in Hammerfell Province. Ja, 23 Tage haben wir gebraucht, um dahin zu kommen. Ah, ist aber auch noch mal eine andere Location. Okay, die läuft auch sehr freizügig hier rum. Sieht aber auch schon mal ganz anders aus. Auch mal krass was Neues hier. So. Die scheint aber noch größer zu sein, glaube ich. Ganz schön riesig hier. Aber cool, wir sind jetzt in Rihad. So, moin. Where is nearest store? Southwest of here, okay. Südwestlich, also da hinten. Ah, haben wir direkt gefunden. So, wir sind in Basic Merchandise. So, und dann mal schauen, was wir dem jetzt hier verkaufen können. Was kriegen wir für den Elfenrüstung? 450, yo. Jo. Ich glaube, das ist der. 11 Gold. Brown Shield brauchen wir nicht. Sashi müssen wir auch leider verkaufen. Hört sich echt cool an, aber naja. Battle Axe, genau. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Was kriegen wir wohl für den Ring? Hm. Oh. 277 Gold. Verkaufen wir? I'm going to get a reputation as an easy sell. Well, want to conclude a transaction? Ah, egal, komm. Krieg 2000 dafür. Warte mal. Wie viel haben wir jetzt? 6017 Gold haben wir jetzt. Der müsste dann jetzt auch irgendwas richtig Geiles uns verkaufen. River Greaves. Elven Powder, Barven Boots of Personality. Hm. Er hat nicht wirklich was Gutes, aber bestimmt Waffen hat er etwas Besseres. Ja. Mace, Saber, Blade, Flail, Longsword, Battle Axe, Longbow, Katana. Die Battle Axe 10.000 Gold. Wie will ich haben? Wie will ich haben?
zweihändig. Wiegt 12. 10.000 Gold. Ja, was heißt, wenn wir die haben? Wenn wir die haben, können wir kein Schild mehr tragen, wenn die zweihändig ist. Da ist der Ausgang. Wir brauchen die Axt. Wir brauchen die Ebenerz-Axt. So. So sehen wir ja bisher aus. Aber ich würde sagen, für heute war es das dann mit der Aufnahmesession. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt ein Päuschen und in ein paar Tagen mache ich dann wieder weiter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und ja, ich bin's, euer Max Deus und ciao!